Jetzt kommen wir zu einem Thema, was viel wichtiger ist. Alhamdulillah, wir haben heute den 30. Schaban. 31. Schaban gibt es nicht. 31. Oktober, aber August. Aber okay, weil der islamische Monat hat nur 29 oder 30 Tage. Ja, und da gestern der Mond nicht gesichtet wurde, Alhamdulillah, fangen wir morgen gemeinsam an zu fasten. Oder vielmehr kommen wir heute in den Ramadan hinein, inshallah. Möge Allah uns den Ramadan erreichen lassen. Amin. Das ist das, was die Sahaba immer ein halbes Jahr nach dem Ramadan, haben sie ein halbes Jahr Dua gemacht, dass Allah diesen Ramadan von ihnen akzeptiert. Weil die Sahaba, Ridwanullah alayhim, diejenigen sind, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, khairu nasi, die besten Menschen sind die von meiner Generation, thumma ladhina yalunum, thumma ladhina yalunum. Dann die, die ihr folgen, dann die, die ihr folgen. Das deswegen, in unserem Islamverständnis müssen wir immer zurückgehen, wie haben die Sahaba, radiallahu anhum, den Islam verstanden, wie haben sie den Koran verstanden, wie haben sie die Sunna verstanden. Thumma ladhina yalunum, dann die, die danach kommen, die Tabi'in. Dann die, die danach kommen. Tabi'i, Tabi'in. Ja, das nur ganz kurz dazu. Die haben ein halbes Jahr nach Ramadan, haben sie Dua gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihren Ramadan akzeptiert. Und danach haben sie ein halbes Jahr vor dem Ramadan, haben sie Dua gemacht, dass sie den nächsten Ramadan erreichen. Warum? Warum? Ich denke, viele können es sich vielleicht denken, aber auf der anderen Seite, wenn wir die Situation der Muslime heutzutage sehen, ist es vielleicht so, dass viele doch nicht genau wissen, warum dieser Ramadan so einen großen Wert in den Herzen der ersten Muslime hatte. Dass sie ein halbes Jahr davor schon darüber nachgedacht haben, dass sie diesen Monat erreichen wollen. Der Ramadan ist der Monat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala den Koran an den untersten Himmel gesandt hat. Und von dort aus, in Laylatul Qadr übrigens. Und von dort aus kam der Koran, jeder einzelne Vers, zu bestimmten Asbabu Nuzul, nennt man das, herab. Warum hatte dieser Monat Ramadan so eine Bedeutung im Herzen der Menschen, im Herzen der Sahaba, im Herzen der Salihin, der rechtschaffenen Menschen? Und warum ist es bei uns? Weil wer von uns macht schon seit einem halben Jahr Dua, dass er den Ramadan erreicht. Ich gebe zu, ich nicht. Ihr braucht es nicht alle aufzuzeigen. Ich denke, die wenigsten hier haben dieses Bewusstsein. Und das zeigt schon die erste Schwäche. Das zeigt schon die erste Schwäche von uns, von mir, von euch. Dass wir den Wert von diesem Ramadan gar nicht verstanden haben. Der Koran wurde, wie gesagt, herabgesandt. Und der Koran ist kein Buch, wurde herabgesandt im Ganzen an untersten Himmel. Und der Koran ist, wie gesagt, kein Buch, was in chronologischer Reihenfolge herunterkam. Das heißt, zuerst wurde Surat al-Fatiha offenbart und dann, oder kam auf alles auf einmal zum Propheten Mohammed, sondern zu bestimmten Ereignissen kamen bestimmte Verse herab. Und der Ramadan wurde erst wann zur Pflicht gemacht, das Fasten im Ramadan? Es wurde erst zur Pflicht gemacht in der medinischen Zeit. In der Zeit in Medina wurde dies erst zur Pflicht gemacht. Wir wissen, die meisten wissen die Dinge, die wir dort nicht tun sollen. Ja, man soll, natürlich, Sünden soll man sowieso nicht machen, das ist ganz klar. Ich meine, wenn jetzt jemand sagt, ja, im Ramadan darf man keine Bank ausrauben, dann sagt man, ja, die darfst du auch im Normalfall nicht ausrauben. Aber was ist jetzt speziell dort? Ja, man darf nicht essen, nicht trinken. Man darf, wenn man verheiratet ist, keinen Geschlechtsverkehr mit seiner Frau haben, beispielsweise. Und noch einige andere Dinge. Aber das ist das, wo die Muslime Ijma drauf haben. Diese drei Sachen. Und dann soll man natürlich besonders darauf achten, dass man verschiedene Dinge unterlässt. Dass man nicht schlecht redet, keine schlechten Dinge anschaut, sich in der Ibadah vertieft und so weiter. Das kennen alle. Aber die meisten Menschen, wenn man sie fragt, warum sollst du nichts essen und nichts trinken, da kriegt man meistens nicht die Antwort, die wir eigentlich gerne hören wollen. Weil meistens, wenn man das fragt, warum fasten wir im Ramadan, dann sagen die meisten, ja, damit wir uns mal fühlen wie die armen Menschen.
Aber das ist nicht der Sinn dahinter. Das ist eine Weisheit, die dahinter steckt. Das stimmt. Es ist eine Weisheit, die diese Tat mit sich bringt. Aber es ist nicht der eigentliche Sinn der Sache. Denn sonst könnten wir sagen, ja okay, ich habe einmal Ramadan gefastet. Ich weiß jetzt, wie die armen Menschen sind, ich brauche nicht mehr zu fasten. Sondern was ist der eigentliche Sinn dahinter? Und ich bitte euch, weil Alhamdulillah, ich sehe so viele junge Muslime hier heute, Alhamdulillah. Und ich bitte euch wirklich, diese Worte genau anzuhören. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die diese Worte richtig praktizieren. Denn Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dich verändern kann. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns recht leitet. Allah sagt ganz deutlich im Koran, du, Muhammad, wahrlich, du leitest nicht recht, wen du liebst, sondern Allah subhanahu wa ta'ala leitet recht, wen er will. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einer Dua gesagt, Ya muqallibul qulub, o derjenige, der die Herzen dreht, Thabbit qalbi ala dinik, festige mein Herz auf deiner Religion. Thabbit qalbi ala ta'atik, festige mein Herz auf deinen, festige mein Herz dabei, dir gehorsam zu sein. Das sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der beste Mensch, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa innaka la ala khuluqin azim. Und wahrlich, du hast wahrlich gewaltige Charaktereigenschaften. Über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Und Gesandten Allahs hatte dir wahrlich schon das beste Beispiel. Und dieser Mensch, der derjenige ist, der am meisten Gottesfurcht hat, der am meisten Frömmigkeit besitzt, bittet in seinen Bittgebeten darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leitet. Bittet in seinen Bittgebeten darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn festigt in der Religion. Wie ist es dann erst mit uns? Und einige Sahaba von denjenigen, die Allah nahestehend sind, haben gesagt, sie sind erst sicher, ins Paradies einzutreten, nicht wenn sie mit einem Fuß im Paradies sind, sondern wenn sie mit beiden Füßen im Paradies sind. Und jetzt fragen wir uns, wie haben diese Menschen den Ramadan verbracht und wofür ist er da? Die Antwort finden wir in einem Vers im Koran. Und die wenigsten haben vielleicht darüber nachgedacht. Allah sagt im Koran, Ya ayyuha alladhina amanu, o ihr, die ihr glaubt. Wir glauben doch, oder? An Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag, an Qadr mit seinem Guten und seinem Schlechten. Wir glauben, Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Was heißt, wir sind angesprochen. O ihr, die ihr glaubt. Dann sagt er, Kutiba alaikum siyamu. Das Fasten ist euch vorgeschrieben. Kutiba alaikum. Das heißt, das ist für dich eine Pflicht. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. So wie es denen vor euch vorgeschrieben wurde. Wer ist damit gemeint? Damit sind die Ummen, die Gemeinschaften der Propheten gemeint, die vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen. Und was ist der Sinn? Wozu soll das führen? Das letzte Wort. La'allakum tattaqun. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Das heißt, dieser Vers fängt an mit Iman und hört auf mit Taqwa. Das heißt, du wirst angesprochen mit Iman. Du bist jemand, der Iman hat, der an Allah glaubt, der an die Engel glaubt, der an die Bücher glaubt, der an die Propheten glaubt, der an den jüngsten Tag glaubt, der an den Qadr glaubt. Du wirst angesprochen zu fasten. Und Allah sagt dir, nimm das nicht so schwer vor euch, die haben es auch schon gemacht. Und warum? Damit du gottesfürchtig wirst. Damit du gottesfürchtig wirst. Und was ist, wenn du gottesfürchtig wirst? Dann sind deine ganzen Probleme vorbei. Vorbei von der einen Seite, nicht vorbei von der anderen Seite. Denn der Muslim wird immer Probleme kriegen. Das ist klar. Haben die Menschen gedacht, dass sie sagen, wir glauben und sie werden nicht auf die Probe gestellt? Und die, die am meisten auf die Probe gestellt worden sind, wer waren die? Das waren die Propheten. Und der Prophet Muhammad, wir schauen uns sein Leben an.
Denn der Bruder hat eben ein Hadith erwähnt, ja, dass Allah denjenigen, den er liebt, nada Jibril, dann ruft der Jibril, in yuhibbu fulan fahibbuhu. Ich liebe den und den, so liebe du ihn. Fahibbu Jibrilu fulan, so liebt Jibril diesen Menschen. Fayunadi fi alis sama, so wird er in alis sama rufen. Inna Allah yuhibbu fulan fahibbuhu. Allah liebt diesen Menschen, so liebt ihr ihn auch. Und dann wird ihm, dann wird die Leute vom Himmel, das heißt die anderen vom Himmel, die restlichen Engel, die im Himmel sind, ihn lieben. Und dann wird ihm der Kabul, das heißt die Akzeptanz auf der Erde verschafft. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ohne Zweifel derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala am meisten liebt. Aber zur selben Zeit hat er viele Feinde. Zur selben Zeit hat er viele Feinde, weil er mit der Wahrheit kommt. Aber in welchem Sinne sind deine Probleme beseitigt, wenn du Gottesfurcht hast? Allah sagt im Koran. Allah sagt im Koran. In Surat al-Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ لَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und wer Allah fürchtet, wer gottesfürchtig ist, Allah wird ihm einen Ausweg schaffen. Und, da, und was noch? Und den wird er versorgen, von wo er es nicht erwartet hat. Und dann sagt er danach im Vers, und er wird seine Angelegenheit leicht machen. Und danach sagt er in derselben Sure, die erste Seite, und er wird ihm seine Sünden auslöschen. Das heißt, du möchtest diesen Status erreichen. Das heißt, dieser Ramadan ist dazu da, damit du diesen Status erreichst. Damit du zu den Muttaqin gehörst. Und Wallahi, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was hat der gesagt in der Dua? Was hat er gesagt? Wie ich eben schon gesagt habe, ja muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Und er sagt: Ati nafsi taqwaha wazzakiya anta khayru man zakaha. Der sagt zu Allah: O Allah, gebe meiner Seele Gottesfurcht. Und das könnt ihr auch in eurer Sprache machen, wenn ihr es nicht auf Arabisch könnt. Weil Allah versteht alle Sprachen. Ja, das Gebet, was vom Herzen kommt. Das heißt, du möchtest, ich frage euch hier, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und ich will wirklich, dass jeder hier rausgeht, dass jeder, der hier rausgeht, dass dieser Ramadan, der heute anfängt, nach Maghrib, dass das der Ramadan seines Lebens wird. Amen. Möge das der beste Ramadan sein, wo er keine Sünde macht, wo er sich voll daran hält, wo er richtig fastet und betet und im Tarawih-Gebet steht und alles durchzieht und jede Sünde den Staub der Sünde lässt. Und wallahi, Allah wird inshallah dein Herz verändern. Willst du das? Denn subhanallah, wir wollen doch auf dem richtigen Weg sein. Wir wollen auf dem richtigen Weg sein. Schau dir an, wir schauen uns das an, wir wissen, was im Koran steht, ist die Wahrheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz deutlich im Koran: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُّ مِنْ أَخِيهِ. Es wird der Tag kommen. Wann wird dieser Tag sein? Wo jemand vor seinem Bruder flieht. Was, welcher Tag ist das? Welcher Tag ist das? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَّةُ. Wenn der ohrenbetäubende Schall kommt, das heißt, die Menschen werden auferweckt. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Am Tag, wo jemand vor seinem Bruder flieht. Und vor wem noch? وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Und vor seiner Mutter und vor seinem Vater. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Und vor seiner Frau und vor seinen Kindern. Warum? Warum? Kannst du dir vorstellen, jetzt, du fliehst zu deinen Eltern hin, du fliehst zu deinem Vater hin, du fliehst zu deiner Frau hin, zu deinen Brüdern hin. Alle die Leute, zu denen du in diesseits fliehst, du wirst vor ihnen fliehen am jüngsten Tag. Warum? An diesem Tag wird jeder genug mit sich selber zu tun haben.
An diesem Tag wird jeder genug mit sich selber zu tun haben. Das heißt, du stehst alleine und es gibt die Hölle und es gibt das Paradies. Und wir wissen alle ganz genau, was ins Paradies führt und was in die Hölle führt, oder? Wir wissen es ganz genau. Jeder, der hier sitzt, weiß, man darf keine Freundin haben. Jeder, der hier sitzt, weiß, man darf keine Drogen nehmen. Jeder, der hier sitzt, weiß, man muss 5-mal am Tag beten. Jeder, der hier sitzt, weiß, man darf nicht stehlen, man darf nicht rauben, man darf nicht vergewaltigen und so weiter und so fort. Aber seien wir ganz ehrlich zu uns selber. Schau dir deine Umwelt an. Wie viele von den Muslimen halten sich wirklich daran? Schau dich um. Ich kann dir nur aus meiner Vergangenheit sagen, ich hatte sehr viele türkische, marokkanische und so weiter Freunde, ja. Und ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die jetzt so religiös gewesen sind. Ihr könnt mir das selber wahrscheinlich auch bestätigen, oder? Das heißt, du brauchst nur mal zu gucken, wer die Schlägerei der Disco anfängt. Natürlich nicht immer. Aber gerade wir Muslime müssen Vorbilder sein. Gerade wir Muslime müssen die sein, die das beste Benehmen haben. Warum? Weil der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam unser Vorbild ist. Und nicht Angela Merkel oder so. Nichts gegen die Frau. Ich meine nur, ja. Alhamdulillah. Das heißt, jetzt ist die Frage, warum schaffst du es denn nicht? Wenn du das weißt, dass das Haram ist. Wenn du das weißt, warum schaffst du nicht davon wegzukommen? Warum? Du musst Allah darum bitten, davon wegzukommen. Das ist, was er in einem heiligen Hadith sagt. Da sagt er, Kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ihr seid alle irregehend, außer derjenige, den ich recht leite. Fastahduni ahdikum. So bittet mich um Rechtleitung, ich werde euch recht leiten. Und jetzt dieser Ramadan ist deine perfekte Chance, auf den richtigen Weg zu kommen. Und du hältst dich davon fern. Und ich gebe euch ein Beispiel. Gibt es hier jemanden, der Sport macht? Wer macht Sport hier? Hat mal jemand Leistungssport auch so richtig gemacht? Bodybuilding? Puddingbuilding? Okay. Ja, das stimmt. Puddingbuilding. Immer dieselbe Bewegung. Bei den Muslimen immer mit rechts, bei den anderen mit rechts und links. Jedenfalls, Alhamdulillah. Wenn jemand zum Beispiel Sport macht, ja, zum Beispiel jemand, der joggt, den ersten Monat, wo er anfängt zu joggen, ihm fällt es schwer. Der muss sich überwinden. Ihm fällt das schwer zu joggen. Aber nach 2-3 Monaten, nach einem halben Jahr, wenn er nicht joggt, dann fühlt er sich schlecht. Ich muss joggen. Genau wie die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, ja. Das erste Mal muss er sich überwinden. Die Muckis sind noch klein, so, der schämt sich. Aber dann, nach einem halben Jahr, so, hat er dann das Muskelshirt an im Sportstudio. Die Leute gucken auch schon zu ihm rüber. Sagt Alhamdulillah, dann fängt er an zu pumpen und so. Aber der fühlt sich schlecht, wenn er dann nicht ins Fitnessstudio geht. Und hier ist es ähnlich. Du machst 30 Tage Trainingslager für deinen Iman. Das heißt, die Sachen, die du normalerweise gerne gemacht hast, Disco, Spielhalle, Freundin, Freund, also für die Frauen jetzt, gehe ich davon aus, kann ja sein, A'udhu Billah, ja, aber wir kennen es ja. Diese ganzen Sachen lässt du diesen Monat und du betest und fastest und schaust noch nicht mal schlecht und konzentrierst dich auf jedes Wort, was du sagst und inshallah, danach kannst du diese Sachen nicht mehr machen. Glaub mir, wir haben es selber erlebt. So viele Brüder, so viele Schwestern haben den Ramadan richtig praktiziert. Warum? Weil sie den Lohn von Allah wollten. Mit dem Fasten, mit dem Beten. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer den Ramadan fastet, mit Iman, aus dem Glauben heraus, nicht nur, ah ja, meine Eltern haben gesagt, ich soll fasten. So, weil er weiß, Allah verlangt das von ihm, weil er Allah liebt. Und mit dem Ihtisab, mit dem Willen, mit der Erwartung, diesen Lohn zu bekommen, dem wird das verziehen, was er davor an Sünden gemacht hat.
Und der Prophet sallam sagt weiter, man qama Ramadan, die andere Tat im Ramadan. Wer Ramadan steht im Gebet, da heißt das Nachtgebet. Ja. Dem wird das verziehen. Ja, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dem wird das vergeben, was er davor an Sünden gemacht hat. Ja, wieder dieselben mit Iman. Wa man qama Laylat al-Qadr, und wer in Laylat al-Qadr steht, genau das wird das vergeben, was er vor uns gemacht hat. Und der Prophet sagt, derjenige, der Tauba macht, ist wer derjenige, der nie eine Sünde gemacht hat. Und das ist die beste Chance für dich. Denn im Ramadan werden deine guten Taten nochmal vervielfacht. Das heißt, jede gute Tat, die du machst, wird nochmal vervielfacht im Ramadan. Aber die schlechte Tat dagegen auch. Das heißt, es kann gut sein, dass du anstatt mit einem positiven Konto mit dem Negativkonto rauskommst. Deswegen konzentriere dich genau darauf. Nehme diese Taten ernst, wie das Gebet. Dass ihr beispielsweise versucht, nachts im Gebet zu stehen. Hier. Und der Prophet Sassam sagt, wer mit dem Imam steht, bis der Imam fertig ist mit dem Gebet, bis der Imam Yansarif, bis der weggeht, dem wird geschrieben, als wenn er den ganzen Nacht im Gebet gestanden hätte. Und wenn du Laylatul Qadr im Gebet stehst, wenn du Laylatul Qadr im Gebet stehst, was ist dann? Das ist wie was? Laylatul Qadr khayru min alf shahr. Die Laylatul Qadr ist besser als 1000 Monate. Dann ist das so, als wenn du 83 Jahre im Gebet gestanden hättest. Und die Wahrscheinlichkeit, dass deine Dua erhört wird in den Nachtgebeten, die ist sehr groß. Das heißt, du stehst vor Allah und bittest Allah um alles. Bittest ihn darum, dich zu einem guten Muslim zu machen. Wir wollen alle gute Muslime sein. Ja? Wir wollen alle gute Muslime sein. Heute haben wir es, ich denke, die meisten hier kommen heute aus der Türkei, denke ich mal. Wer kommt aus der Türkei? Marokko? Keiner! Normalerweise habe ich es immer mit Marokkaner. Tunesien? Behi Barsha. Ägypten? Albaner? Alhamdulillah. Bosnien? Deutsche? Italiener? Was, wo kommst du her? Ja. Polen. Polen? Aufzeigen, ja, ich nicht. Alhamdulillah. Das heißt, wenn ich bei den Marokkanern gibt es so eine Art, ich jetzt jemand denke, ich will die Marokkaner lästern, meine Frau ist selber Marokkanerin. Ich will nächsten Monat wieder nach Marokko verreisen, inshallah. Also gibt es so eine Art, wie in jedem Land, da wird immer, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Spende gibt, dann gibt er einen Zettel mit ab, wo sein Name draufsteht und dann wird gesagt, das gibt es da oft auf Hochzeiten, er will Dua haben, Bittgebet haben. Das ist nicht nur für die Marokkaner speziell, ich denke, das wäre bei anderen auch sehr oft so. Und dann siehst du, und ich habe mal so beobachtet, warum da Dua gemacht wird. Was ist die Lage der Muslime, ist das. Ja? Das ist nicht jetzt von Marokkanern speziell, sondern das ist die Lage der Muslime, nur halt, dass die das so oft machen. Ja? Und dann siehst du, worum sie bitten. Worum die Menschen so bitten, die Muslime. Da siehst du, der bittet Gesundheit, der bittet darum, dass der Job nicht verloren geht, die Arbeit, das Haus, die Kinder und so weiter. Nur eine Sache habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, mach Dua für mich, dass Allah mich ins Paradies führt. Oder dass ich zu dem Muttaqin gehöre. Deswegen, wir sehen unsere Probleme, wir sagen, ja, es ist schwer. Und wie viele Jugendliche hörst du heute? Manche Leute, leider, die kommen durch diese Idee, kommen die vielleicht sogar aus dem Islam raus. Okay, die sind Jahil und so, aber wie gesagt, wir wollen die warnen, wir sind nicht dazu da, die Leute zu verurteilen. Aber die sagen, ja, warum? Hey, ist doch heute alles schwer. Diese ganze Sache, guck mal, wir leben hier in Deutschland. Subhanallah, Allah hat den Koran herabgesandt, hat den Propheten gesandt für alle Zeiten und an jedem Ort. Es kann nicht sein, dass es unmöglich für dich ist, den Islam zu praktizieren. Wenn etwas unmöglich für dich ist, dann ist es eine Darura. Jemand hält dir die Pistole am Kopf und sagt, ja, du darfst nicht beten. Ja, dann betest du mit den Augen. Du darfst zum Beispiel nicht verbeugen. Dann betest du im Geheimen. Dann wird Allah nicht von dir verlangen, dich zu verbeugen, weil du es nicht kannst.
Aber es gibt nichts im Islam, was du unmöglich praktizieren kannst, außer, wie gesagt, Notwendigkeit. Du hast nichts zu essen, außer ein Schweinekotelett und bist am Verhungern. Aber das kennen wir. Aber guck mal, das ist sehr gefährlich. Viele sagen, ja, ist so schwer, wie sollen wir das machen heutzutage? Brüder und Schwestern, lasst uns diesen Ramadan richtig praktizieren und wir werden inshallah da rauskehren mit dem richtigen Iman. Und werden uns inshallah verbessern. Und werden inshallah kein Interesse mehr haben, diese schlechten Taten zu verrichten. Und du wirst die schlechten Taten verabscheuen. Ich kenne einige Brüder, die waren früher richtige Disco-Freaks gewesen. Den einen habe ich jetzt vorgestern gesehen, der hat jetzt so einen Bart, mashallah, und läuft mit Sunnah-Kleidung rum und so weiter. Und der war früher ein Party-Organisator. Der hat Partys organisiert in Discos. Und aber dadurch, dass er angefangen hat zu praktizieren und Allah darum gebeten hat, ihn recht zu leiten, wurde er so recht geleitet, dass er diese Sachen jetzt verabscheut, die er getan hat. Andere Leute, die haben die Disco so gemocht, auf einmal sagen die, boah, ich kann sowas nicht mehr sehen, ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Deswegen, das ist wichtig. Welche Taten? Die Gebete durchhalten, Brüder. Das Gebet ist das Wichtigste. Haltet die 5 Gebete am Tag durch und versucht euch abends dazu zu zwingen. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, in die Moschee zu kommen und das Tarawih-Gebet zu beten, dann betet zu Hause. 11 Rakats beispielsweise, wie der Prophet Sallallahu gemacht hat. Ist doch kein Problem, dann betest du zu Hause 11. Aber mach das. Dann, was wichtig ist, dass du die Sunna praktizierst, es ist von der Sunna, dass man mit dem Fitr der Ajil macht, dass man es schnell macht. Sobald die Sonne untergegangen ist, isst man etwas zu sich. Sunna ist es, eine frische Dattel zu essen. Wenn man keine frische Dattel hat, eine trockene Dattel. Wenn man keine trockene Dattel hat, dann Wasser. So, dann ist es Sunna, dass man den Suhur mitmacht. Tasahharu fa inna fi suhuri baraka, da sagt der Prophet. Macht den Suhur, das heißt vor dem Fajr-Gebet, bevor Imsak anfängt, dass du etwas isst, denn darin liegt Baraka. Und der Prophet sagt, dass das ein Unterschied ist, ein Farb ist zwischen uns und den Gemeinschaften, die davor gelebt haben. Das praktizieren. Mit Disziplin. Allah sagt, da ist Baraka drin. Baraka für dich, für dein Herz. Dann versuche wirklich, dich dazu zu zwingen, keine schlechten Blicke zu werfen. MTV ausschalten. Und übrigens, Ramadan ist ein Monat. 30 Tage à 24 Stunden. Ramadan ist nicht nur, bis die Sonne untergeht und danach kann man Halligalli machen. Dann hat man den Ramadan nicht verstanden, sondern der Tag im Ramadan ist zum Fasten und die Nacht im Ramadan ist zum Beten und Koran lesen. Und der Ramadan ist der Monat des Korans. Wer von uns hat schon mal den Koran durchgelesen? Versucht doch in diesem Ramadan zumindest mal den Koran, auch wenn das natürlich nicht derselbe Lohn ist, aber eine ungefähre Übersetzung der Bedeutung in deutscher Sprache mal durchzulesen. Weil das ist ein Wissenserwerb, damit du Wissen bekommst von der Religion. Das ist eine gute Tat. Und da, wo du Fragen hast, natürlich sind die Übersetzungen nicht 100%, wo du Fragen hast, unterstreichst du und fragst danach Leute. Dann versuch abends beispielsweise, was wir euch anbieten, wir haben auf unserer Seite Vorträge, dass ihr da anguckt, könnt ihr euch beispielsweise angucken, einige Sachen, damit man etwas lernt von der Religion, weil das ist eine gute Tat. Imam Shafi'i, rahimahullah, sagt, dass die beste Nawafil-Tat der Wissenssuche, die Wissenssuche ist. Das ist die beste freiwillige Tat nach den Pflichttaten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem heiligen Hadith, وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ حَبَّ إِلَيَّ مِمَا افْتَرَّتُ عَلَيْهِ. Der Diener nähert sich mir mit nichts, was mir lieber ist, außer was ich für ihn zur Pflicht gemacht habe. Dann, was sehr wichtig ist beim Fastenbrechen, dass man Dua macht beim Fastenbrechen. Einmal die Dua, die überliefert wird, dass man diese Dua sagt und dass man Dua macht beim Fastenbrechen, und beim Fastenbrechen die Dua wird inshallah erhört. Dann die anderen Sunnataten. Morgens gibt es spezielle Dhikr-Einheiten, die man machen kann. Zum Beispiel, dass man 100-mal sagt, Subhanallah wa bihamdi. Der Prophet Sassim sagt, wer sagt Subhanallah wa bihamdi 100-mal, keiner wird am jüngsten Tag mit etwas kommen, was besser ist als das.
Oder dass man 100 Mal sagt, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dass man vom Scheitan bis zum Abend geschützt wird. Und natürlich verschiedene andere Dinge, die man tun kann. Koran lesen. Beschäftigt euch damit. Macht diesen Ramadan zu einem Trainingslager. Für die Schwestern. Schwestern, beobachtet euch selber. Schaut euch mal an, habt ihr den Hijab wirklich richtig an? Ich sehe manchmal einige Schwestern, ich freue mich schon, dass sie Hijab tragen, dass sie etwas Gutes tun wollen. Aber ganz ehrlich, bei vielen Schwestern ist es kein Hijab, der wirklich so akzeptiert wird. Weil die Ohren frei sind, der Hals frei ist, die Ärmel frei sind, die Hose eng ist, aufgestylt. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Sondern beobachte dich mal wirklich, ob du dich so angezogen hast, dass du deine Reize versteckst. Beobachte dich mal. Und beobachte dich mal, ob du wirklich dein Verhalten so umgestellt hast. Im Ramadan jetzt. Weil wenn du das 30 Tage schaffst, glaub es mir, dann wirst du dich danach verändern. Und das ist der Weg für uns zum Paradies. Ist Maghrib-Zeit gekommen? Noch ein Tipp. Mir fallen immer wieder neue Sachen ein, inshallah. Der Prophet Sassim sagt, wer einen Fastenden speist, der kriegt den Lohn von dem, der gefastet hat. Das heißt, was man machen kann ist, du speist deinen Bruder und dein Bruder speist dich. Doppelter Lohn, alhamdulillah. Das heißt, du gibst ihm etwas zu essen, er gibt dir etwas zu essen. Du gibst ihm die Dattel, er gibt dir die Dattel. Du hast ihm etwas gegeben dafür. Allah ist Karim. Allah ist großzügig, alhamdulillah, dafür, dass du dieses Bewusstsein hast in deinem Herzen und du etwas Gutes tun willst und dies für Allah tust. Inshallah. Möge Allah unser Fasten akzeptieren und möge er uns durchhalten lassen und möge er uns zu denen machen, die den Tag in Gottes Furcht verbringen und die Nacht im Gebet und möge uns zu Rechtleitenden und nicht zu Irregehenden machen. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. Ich sage diese Worte, alles was richtig war von Allah und alles was falsch war von mir und vom Scheitan. جزاكم الله خيرا. الله